Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Unser geilen Stuff bringen wir zurück. Und dann, natürlich habt ihr recht, ne? Wir könnten auch mal längst ein Bett bauen. Dann wäre das Ganze auch ein bisschen, glaube ich, geiler. Und Freileinhaltung muss ich aktivieren. Okay, machen wir mal. Das nehme ich mit. Hier kriegst du noch ein bisschen was. Auch Wasser kannst du haben. Dann ist das gut. Lauf hier mal ein bisschen rum. Und freu dich. Dich nehme ich jetzt mit. Mein Häschen. So. Ich hole hier nochmal Wasser. Ich hoffe, Jungs. Nö. Ich denke mal nicht, dass die hier nochmal so schnell vorbeikommen, die Jungs. Und Stress machen. So. Meins. Meins. Alles ist meins. So. Schlimmer wäre, wenn ich mal hier nach Hause kommen würde und hier würde einer drinne stehen, ne? Da würde ich mich so ein bisschen, ja, nur so ein bisschen erschrecken. Aber schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen erschrecken. So, den Dünger, den kloppen wir gleich da rein. Das hier ist vertauscht auf jeden Fall gewesen. Ah, sollte vielleicht mal gucken, bevor ich hier... Obwohl, das geht ja noch. Ja. So, erstmal Jutefleisch. Fett können wir hier auch noch reinballern. So, und die können wir hier auch reindützen. Denn ist das schon mal ein bisschen cool. Draußen gackert der kleine Bob, der gackert da richtig fleißig rum. Auch nicht schlecht. So, Dünger. Ja, Wasser kommt denn. Ja, Wasser kommt denn gleich. Dass wir hier so ein bisschen noch Asche brauchen für andere. Ist hier noch Asche drin? Ja. Gut. Nicht, dass wir hier unsere ganze Asche verballern, ne? Das wäre jetzt ja auch nicht so geil. Und wir haben richtig viel Fleisch. Ja, da können wir eigentlich den hier noch schlachten. Einfach mal einen Hals umdrehen. Dann haben wir auch ein bisschen Leder. So, und dann Bettchen. Aber ich würde Bettchen... Ja, eigentlich denn da so hin machen. Wir gucken mal, wie geht denn das Bett? Wie bauen wir ein Bett? Hier auf jeden Fall nicht. Hier auf jeden Fall nicht. Haben wir hier ein Bett? Ach da, ein Bett. Das könnten wir. Oh, aber da brauchen wir Federn zu, ne? Der Grischi guckt gerade. 10 Federn. Ja, da müssen wir aber so ein bisschen. Ein bisschen mal Hühnchen fangen. Mal so eine Böppele-Runde machen. Hier mal die Fallen jetzt gleich noch reinmachen. Oh. Ah, jetzt habe ich die nie mitgenommen, wa? Ich voll Idiot. Ja, die nehmen wir mal mit, ne? Wenn die hier schon mal so drin sind. Die nehme ich auch gleich mit. Den anderen habe ich jetzt gar nicht gesehen. Normalerweise sind hier drei drin. Ne? Habe ich wohl jetzt nicht so wahrgenommen, ne? Und die wärmsten Temperaturen haben wir immer noch nicht, weil... es einfach noch nicht so warm ist. Ah, die Küste nehme ich auch gleich mit. Eigentlich wollte ich Wasser noch machen, ne? Wie lange ist uns denn kalt jetzt hier? Oh, schön. Oh, da ist ein Bob. Weil wir brauchen nämlich extrem viele Federn. Ach, Digga. Die bewegen sich aber immer jetzt in letzter Zeit.
wenn es nicht allzu geil ist, muss ich sagen. Bleib mal da. Komm mal nicht. Mach deine Snüffel-Action, aber ohne mich. Sei jetzt hier nicht die ganze Zeit hier von euch Action kriegen. Hat mir ja eh schon gereicht, dass die irgendwie jetzt gelernt haben, auf die Steine raufzuspringen, ne? Das finde ich jetzt nicht allzu cool. So, Trautes Heim, Glück für mich. Die sollte ich natürlich mitnehmen. Wenn ich hier Wasser machen möchte. So, ja, zwei Sachen könnten wir eigentlich braten. Können auch alle drei braten, dann hole ich mal schnell Wasser noch. Der scheint richtig Spaß zu haben da draußen. Aber nicht, dass die Eier hier draußen liegen, ne? Du machst hier schön die Eier hier rein, ne? Ja, ja. Noch machst du hier so ein bisschen rumtönen, aber ich hoffe, wir haben uns verstanden, ne? Lass sie ja nicht von so einem Wolf fressen oder so. Ich hoffe auch nicht, dass hier mal Bösewichte kommen und den Bob mitklauen, ne? Wäre jetzt auch nicht so cool irgendwie. Aber ich denke mal eh jetzt, wo wärmer wird, dass wir kaum Probleme haben werden, so die Nahrung uns zu, ja, die Nahrung so zu kriegen, ne? Ich glaube, das geht jetzt ganz recht easy, ne? Gehe ich zumindest davon aus, ne? Wenn ich mich täuschen sollte, wäre natürlich ein bisschen blöd, ne? So. So, erstmal Wasserring hier, damit ihr wieder richtig schön wachsen könnt. 45 ist aber nicht so doll. Wie sieht denn das eigentlich jetzt hier mit Sonne aus, ne? Wie haben wir denn? In, out. Also wir haben ein kleines Wachsen wegen der Solaranlage da oben. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so clever war. Hätte ich lieber Dino braten sollen und dann, ja, denke ich mal, ein bisschen besser. Ja, okay. Aber wir lernen ja dazu. So. Machen wir hier noch ein bisschen Brennstoff rein. Ja, jetzt sind wir da ja schon gut dabei. Hier Munition Drops. Den behalten wir mal eigentlich. Ja, vielleicht den mal nachladen. Geil. Super. Ja, und könnten wir denn los. So ein bisschen Frucht fehlt. Was können wir denn, was haben wir denn? Wie viel wollen wir denn? Gaut. Weil da hinten kam wieder eine Kiste zum Vorschein. Wir haben es ja auch noch ein bisschen hell. Wollte ich mir eigentlich mal angucken. Da oben mal bei den Nachbarn gucken gehen, weißt du? Da ist das irgendwie lustig da. Das ist halt nur eine normale Holzkiste. Das ist okay. Aber auch nicht so schlimm. Da sitzen sie und freuen sich. Ich glaube, ich mache es nicht. Ich glaube, da gehe ich mal lieber hier durch die kalte Küche. Da freue ich mich jetzt hier der Kiste. Und vielleicht, da haben wir vielleicht auch noch was. Und da ist ein Wildschwein. Das ist Gaut.
Finde komisch, dass ich die Hauer so nicht kriegen kann. Alter Schwede. Alter Schwede. Okay. Da haben wir auch ein kleines Bambina gesehen, ne? Jetzt will es aber nicht mehr kommen. Jetzt rennt's weg. Jetzt rennen wir da hinterher. Oh Gott. Also mal rennt's weg, meine ich. Ist schon wieder ganz schön gefährlich, weil ich auch gar nichts zum Abwehren habe, ne? So, jetzt müssen wir nur noch den Bambina nochmal finden. Da hinten stolziert er drum. Was Kleines ist hier auch weggerannt. Die größte Gefahr ist immer, dass der Bambina irgendwo dahin rennt. Wo so ein Wolf oder so was da ist. Das wäre jetzt nicht so cool. Ich hoffe mal, das passiert jetzt auch nicht. Es ist immer noch kalt hier. Richtig, richtig kalt. Vielleicht mal Richtung Heimat scheuchen jetzt. Weiß gar nicht, warum uns jetzt wieder so kalt ist hier. Okay, das war der Hase. Aha, hat uns mitgekriegt. Wenigstens schöne Kleinigkeiten gekriegt. Okay, da ist es. Aber rennt so ziemlich Richtung Heimat. Laufen voll in der Sonne. Aha. Wir müssen es töten, ne? Das ist sau wichtig. Oh nein. Ich weiß nicht, wo es ist. Wo ist der kleine Bambina? Die Sonne hängt so beschissen tief. Keine Gnade. Was echt gekriegt, da ist es. Nein, nein, nein. Ich hab's geahnt, ey. Es ist einfach nur zum Kotzen.
Ich hab's geahnt, ey. Dieser Wolf, ne, dieser Bische. Geil. Wenigstens bitte. Dieser Scheißwolf immer schon was, ne? Oha. Oha, oha, oha. Na, das nenne ich ja mal Munitionsausbeute. Klar, wir hätten jetzt noch eine Sehne oder so. Wäre ganz nice. Muss man sagen. Aber munitionsmäßig ist das schon mal eine geile Sache. Ach, fuck, ey. Ja, aber ich hab's auch selber wieder ein bisschen verkackt mit den Reh. Weil wäre ich da nicht so schnell rangegangen, wäre das natürlich eine geilere Sache. So, wie sieht's denn federmäßig aus? Ne, nicht anders als davor, glaube ich. Nee. Nicht wirklich anders wie davor. So, wir hätten hier ja ein... Nee, noch nicht mal ein Gegengift. Wir brauchen Gegengifts. So, da brauchen wir Seetang. Okay. Das hätten wir. Das können wir denn schon mal herstellen. Das ist gut. So ein bisschen Frucht und sowas, ne? Dann passt das auch. Was haben wir hier gekriegt? Eine Glasscheibe. Mhm. Aha. Das klingt ja nach lustige Sache. So, den nehmen wir jetzt gleich. Ja, leider muss man sagen. Leider. So, das braten wir auch. So, Fett eingeführt. Ha! Er hat ihn fett eingebansert. Oder wie auch immer man das nennt. So, und das hier drin. Glasperlen drin. Den können wir auch hier drin machen. So. Sondersachen. Und die 7 Munition behalten wir. Das kann hier noch in die Glasscheibe, bleibt hier. Und dann sieht es ja schon mal richtig gut aus. Den können wir noch ein bisschen bessern. Hier ist auch nämlich fast fertig. Ja, ich traue mich nicht jetzt. Jetzt traue ich mich nicht. Ach doch, komm, wir schaffen das. Go, go. Oh. Oh. Das war zu schnell. Ach du meine Güte. Ich hoffe, wir haben es jetzt nicht allzu weit. Ne, sieht eigentlich nicht so weit aus. Ach du meine Güte. Und jetzt brätet vor sie hin, ne? Ich wollte hier gar nicht unterm Berg lang. Ich sehe jetzt auch kaum was, ey. Aber das ist auch, weil mein Zimmer so beflutet ist. So tagsüber. Ihr könnt jetzt hier jeden in die Falle rennen. Oder hier was Schönes finden. Ach ja. Na klar. Jetzt wird sie angegriffen, ne? Jetzt, wo ich mich gar nicht wehren kann. Wehe, die looten mein Beutel. Das wäre ja auch richtig krass. Wenn die einfach so sagen, die nehmen sich alles. Gib mal hier eine Leiche. Lass kaputt machen. Das wäre nicht so toll. Ist nun sichtbar. Die Nachbarn sind schon eingeladen. Fette Fete kann anfangen. Oh Mann, ey. Ey, frag mich immer warum. Okay, ich müsste irgendwie so ein bisschen nach da rennen. Nicht, dass ich jetzt mit den anderen hier nur ins Feuer renne und die sagen so, oh, nice. Ja, hätte ich mal schon ein Bett gebaut, ne? Aber dazu brauche ich Federn. Das ist ja mein Problem gerade. Ich hatte mal Federn, ganz viele. Mit 2 Grad kann das nicht so schlimm sein, ne? Ich
Brauch Ausdauer, ganz viel. Brauch Ausdauer, ganz viel. Brauch Ausdauer und davon richtig viel. Aber der Angriff wird doch jetzt schon vorbei sein, oder? Neben mir? Ach, da hinten ist einer. Ne, mit dir. Ah, fuck. Oh, fuck. Ja, ich kann nicht rennen. Und tschüss. Ach, Mist, die Kacki. Oh, jetzt geht das schon wieder los, ne? Das geht noch. Das ist nicht so weit entfernt. Ja, schade eigentlich, schade. Ist wieder mal nicht so geil gelaufen, besonders da ich mich selber umgebracht habe. Das ist eigentlich so mit dem Nervigste von allen. Also ich weiß, wenn ihr wohin wollte, aber... schon wieder Tag, so kann man auch die Nächte verbringen, ne? Hört er mir hinterher? Nee. Wollte ich gerade sagen, ey. Chill mal eine Runde, du knorriger, böser, zerfleischender Wolf. Okay. Ja, wir kommen jetzt von der anderen Seite, aber ich will da nicht nochmal hin. Jetzt die Bäre können sie behalten, das ist mir egal. Jetzt muss aber der Kampf schon vorbei sein. Na siehste, die Beere können sie behalten. Ich nehme das. Das ist viel leckerer, ein schöner Apfel. Da hat man noch später was davon. Ja, und dann sind wir gleich zu Hause. Super. Aber ich nehme euch noch mit hier. Ich will euch ja zeigen, ob ich es kriege oder nicht. Verstehen tut ja noch kaum was. Zumindest ist es nicht mehr ganz so kalt. 2 Grad geht schon. Aber ist auch besser so. Muss jetzt jeden Tag ein Stück wärmer werden. Und das halt nur, weil ich gestolpert bin. Ist so. Bin wirklich gestolpert. Das für ein Hecht. Seit wann haben die so eine Animation da im Wasser? So, und das ist halt meins. Vielen, vielen Dank. Geil. So, dann ist es nämlich jetzt hier auch gleich ein bisschen wärmer. Ich wollte eigentlich Wasser. Oh, ich wollte gerade sagen, da ist so einer. Hat der da gefischt, ey? Ja, ist okay. Ich muss ja ganz viel reparieren. Ich weiß, dass mein Essen verbrannt ist. Warum schneidet denn das schon wieder?
Okay. Ist der jetzt einfach am Wolf vorbeigerannt? Sehr heftig, ey. Ja, was soll man machen? Man muss auch das mal fressen, ne? So. Es wird wieder kälter. Jungs, Mädels. Oh Gott. Dann bin ich mal gespannt. Nächste Folge. Ciao.